Moin, herzlich willkommen hier zurück am 1. Mai, am Tag der Arbeit, am Feiertag zur Nachmittagsausgabe. Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, vierfach mehr ohne Gräben in der Version 1.7. Ja, wir sind auf einer 1.7 seit gestern. Gestern war die erste Folge, die auf 1.7 läuft. Tja, wie ihr seht, wir sind immer noch wie die wilde Wutz am Aussehen. Und er da jetzt macht. Wo ich hier jetzt irgendwie mehr hier Wolf oder hier irgendwie eine Woche warten muss, bis der sich mal eingedreht hat. Ja, ich weiß, wo mein Fehler liegt. Ich hätte einen anderen Kurs berechnen sollen. Habe ich aber nicht. So. Der läuft erstmal. Wir haben unsere neuen Überladewagen. So, da kann ich aussteigen und kann zu dem dahin laufen. Achso, nee, Quatsch. Ha, nicht gut. Wie gedacht, es wäre ein anderer. Aber wo wir gerade mal hier sind, bleiben wir auch gleich da. Der hier hat nämlich auch Kreislaufschwierigkeiten. Ja, ich weiß, ich weiß. Zwillingsbereifung runter und so weiter und so fort. Ich weiß. Nächstes Mal. So. Ja, der wird gleich versorgt. Der wartet nicht auf den da. Deshalb kann der nicht fahren. Weil der andere IHC hat nämlich kein Saatgut mehr. Das habe ich hier hinten drin für ihn. Und deshalb fahren wir jetzt mal zu seinem Feld, was er gerade ansieht. Das ist nämlich auf Feld 18, ist er nämlich zugange. Und da fahren wir jetzt hin. Da müssen wir endlich mal die ganzen Produktionen. Ich bin hier schon auf der 1.7 und ich habe noch nicht mal die Produktionen am Laufen, die von der 1.6 irgendwie reingekommen sind. Also ich habe die Tomatenproduktion noch nicht am Laufen, ich habe die Ketchup- und Mayo-Produktion noch nicht am Laufen. Schwaches Bild, würde ich sagen. Voll machen. Und dann soll das wohl auch klappen hier mit der Aussaat. So viele Felder sind es dann gar nicht mehr. Dann können wir noch Felder kaufen. Wir haben ja noch irgendwie fast 8,5 Millionen, wenn wir jetzt noch hier mal jemanden verkaufen. War etwas zu zügig. Aber ansonsten funktioniert das gut. Das gefällt mir sehr gut mit den Überladewagen. Nochmal, das habe ich jetzt schon, mache ich jetzt glaube ich schon in der dritten Folge hintereinander. Danke an Walter für den Tipp. Sehr cool. Sehr cool. Noch dreimal auffüllen. Ach, doch, hab ich schon bestellt. So, da bin ich wieder. Ich muss mich mal kurz räuspern, dann schalte ich mich immer kurz weg. Ich weiß gar nicht, ich habe mir das noch gar nicht angehört, ob das dann laut klickt bei euch, wenn ich mein Mikrofon stumm schalte, weil das hier wirklich so ein mechanischer Schalter ist am Mikro, also am Headset. Aber, tut mir auf jeden Fall leid, aber besser dieses Klicken, dass ihr mich, okay.
etwas. Hast du dich dran oder wie? Ja, war etwas zu dicht dran. Ah, die sind auch schnell, ey. Das ist cool. Farbe habe ich zufälligerweise genau richtig ausgewählt mit diesem dunkelgrün und dem Orange. Könnte echt eine Amazone sein. Ich meine, steht ja auch drauf. So, Abfahrer einstellen. Jetzt läuft alles. Jetzt kümmern wir uns um andere Sachen. Jetzt können wir uns zum Beispiel mal darum kümmern. Wir Bienenkörbe produzieren. Tja, eine Bienenkorbproduktion. So, da braucht man Leerpaletten und Holzpaletten. So, Leerpalette habe ich jetzt hier, Holzpalette kriegen wir gleich. Jetzt wird hier produziert. Nicht Birkenstockproduktion, sondern Bienenstockproduktion. Ich kann hier auch mal frei machen. Paletten, Paletten, Paletten. Zwischenlager. Ja, super. Hatte ich nicht so vor, aber hat sich so ergeben. Ist doch super. So, jetzt muss ich nämlich mal eben große Paletten auswählen. Und dann bringen wir hier wieder Holzpaletten hin. Also Bretterpaletten. Da weiter gemacht werden kann. Schön hier außen rumfahren. Sägewerk aus, da sind auch noch Krümmstämme. Ja gut, die Produktion, die steht jetzt. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. So, gut, ja. Hier haben wir auch noch Paletten. Was fehlt denn hier? Obst fehlt hier. Ah, okay. Da sind wir also auf Überführung. Überführungskurs vom Hof den Rindern. Der läuft nämlich hier vorne auf der Straße lang. Recht sicher.
runterladen. Und deshalb lassen wir den jetzt mal fahren. Sieht's hier aus? Oha. Wieso habe ich dafür eigentlich hier nichts? Unglaublich. Passbar. Xerion hat durchdrehende Reifen, wie nicht anders zu erwarten war. Ja, der kann nicht weiterarbeiten. Warum auch immer er jetzt durchdrehende Reifen hat, aber... Wie geht's in unseren Tieren? Schlecht. Tiere haben kein Wasser. Kein Wasser. Ja, muss ich gleich machen. Definitiv. Hilft nichts. Machen wir erstmal. Machen wir hier die. Machen wir die Rinder. Kraftfutter. Gerste wollen wir nicht. Mischen wir zu. Läuft da die Produktion nämlich auch. Dann fahren wir den nämlich auch direkt wieder hoch zum Hof. Ja, und dann läuft das nicht. Durchsteppen, gucken, was hier alles für Mist bauen. So, was habt ihr Rinder hier? Ach, ihr Schafe hier zu motzen. Wie geht's euch denn sonst? Oh, Heu und Gras habt ihr nicht mehr. Das kann ich hier zu Fuß holen. Dann nehmen wir mal eben hier schnell in die Ballenlager und holen uns hier ein bisschen Heu, ein bisschen Gras raus.
das ja durchaus da ist. Ja, nicht so, dass wir hier nichts haben. Dämlich. Dämlich, dämlich, Friesenjung. Darf natürlich nicht durch den Trigger laufen. Wie auch klar. Das ist schon ausreichend? Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wolle muss hier auch weg. Nicht bei 100%. Können aber nicht viel produzieren, weil hier eh alles voll ist. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz gemacht. Da kann weiter produziert werden. Ja, und ihr? Ja, ne? Hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo. Würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns ja auch, also schaltet ihr morgen wieder rein. Oder guckt mal bei mir bei Facebook vorbei oder auf meiner Homepage. Und wünsche euch noch einen schönen Restfeiertag. Genießt das. Und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.